Wie können wir allgemein mit Träumen umgehen und wie sollen wir handeln? Barakallahu fikum, wenn man Gutes träumt, wenn man Gutes oder wenn man erstmal Schlechtes träumt. Anders. Wenn du etwas träumst, zum Beispiel morgen hast du Prüfung und dann träumst du heute von dieser Prüfung, dann weißt du, dass dieser Traum, das hat mit dir zu tun, das ist in dir. Du redest mit dir selbst sozusagen. Dein Gehirn, dein Verstand kann nicht aufhören, über dieses Thema zu denken und das bleibt während Schlaf auch Phase. Dann, wenn du etwas Schlechtes träumst, alles durcheinander und so, da brauchst du nichts zu erzählen, sagst du, also bleibst du dran. Wirklich, wenn du etwas Schlechtes träumst und du kannst dich richtig erinnern, dann erzählst du niemanden. Wenn du Angst hast vor diesem Traum, erzählst du niemanden. Sagst du, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, du spuckst dreimal auf der linken Seite und du liest Qul Huwa Allahu Ahad, Qul A'udhu Rabbil Falaq, Qul A'udhu Rabbil Nas. Wenn du Gutes träumst, dann erzählst du jemanden, der dich liebt oder jemanden, der Ahnung hat von Traum, damit er das andeutet. Wenn du nicht findest, dann bittest du Allah darum. Du sagst, oh Allah, gib mir das Gute von diesem Traum. Wallahu ta'ala ala ala. Und man muss nicht unbedingt wissen, was man geträumt hat. Das ist keine Pflicht jetzt, dass man sagt, ja, ich muss wissen, was ich geträumt habe.